Burschen, wir sind heute wieder back. Heute Projekt Blueprint. Dux Factory ist wieder back. Dux Factory war unterwegs in Kanada. Dux Factory Goes International Kanada. Was machen wir heute, Dux Factory? Dein Willkommensfolgen ist das heute. Mein Willkommensfolgen? Ja. Ja, KTM-Kupplung ist ja eins von meinen Lieblingsstücke. KTM-Kupplung werden wir da heute einbauen. Und das wird, ich sag einmal, dafür sorgen, dass wir da wieder von unten angenehm Wecker fahren können und nicht wie Kuh so Wecker mögen. Okay, ich hab das letztes Mal gesehen, wir haben letztes Mal die Werte genommen, wir blenden es jetzt nochmal ein. Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit gehabt von 65 km/h, wir haben ein Drehzahl gehabt von 9700 Umdrehungen und wir haben von, also auf 100 Meter haben wir gebraucht 11,19 Sekunden und ich glaube tags, dass wir mit dem heute die 100 Meter Marken, dass wir die nach oben schrauben können mit der Kupplung. Was sagst du? Was schätzt, werden wir unter 10 Sekunden? 10 Sekunden ist schon viel, das ist eigentlich 10%, gell? Ja, ja. Aber ich traue dir eine Kupplung zu, dass das so viel ausmacht. Ist möglich, ja. Ja, ich würde sagen, wir reden gar nicht mehr lang weiter. Dux Factory und ich zeigen euch heute die KTM-Kupplung. Wir zeigen euch heute, wie man die einstellt, wie die ausschaut, was es dazu braucht, dass ihr die verwenden könnt bei eurem Buch Maxi. Und ich würde sagen, ich nehme die Kamera jetzt in die Hand und der Dux Factory erklärt euch dann, um was es geht. Ja, da haben wir nochmal Projekt Blueprint. Alle kennen es schon. Mittlerweile schon letztes Mal zusammengebaut worden und die erste Testfahrt gemacht worden. Und ich gehe da jetzt so weiter. Das ist unsere heutige Arbeitsfläche. Dux Factory und ich feiern gerade die 2000 Abonnenten noch. Wie lange warst du jetzt weg, Dux Factory? 4-5 Wochen. Lang. Extrem zu lang. Zu lang weg von einer Maxi. Okay. Jawohl. So, dann da ist schon die KTM-Kupplung. Zeig dir nochmal her, circa, wie das so zusammenbaut, halbwegs ausschaut. Also das Ganze im Gegensatz zu der originalen Kupplung ist die ein bisschen kleiner vom Durchmesser her. Okay. Das heißt, man braucht auf jeden Fall einen anderen Korb. Ja. Hinten das Ritzel, ja. Je nachdem, was man für eine Verzauerung drin hat. Sollte man wieder dieselben Zehnten nehmen? Sollte man wieder dieselben nehmen oder das ganze Getriebe tauschen? Ja, gibt's alles. Links verzahnt, rechts verzahnt, gerade. Okay. Ich habe in dem Fall eigentlich die originale Übersetzung vom Rätsel hinten genommen, gell? Die originale. Ja. Auspresst und da auf so einen Korb draufschwassen lassen, ne? Genau. Also man braucht unbedingt einen anderen Korb, das ist die erste Voraussetzung, was man hat dafür. In dem Fall gibt es da einen guten Mann, kann man das Rätsel hinschicken und der presst dann das und schwasst dann das ein auf den Korb. Okay. Von der KTM-Kupplung. Ja, die KTM-Kupplung selber, wie schaut die aus? KTM-Kupplung selber hat da einmal in der Mitte einmal einen Stern. Ja. Dann die zum Abziehen. Auf dem Stern drauf. M5. Okay. Ja, warte, ich tue da ein bisschen näher hin, dann können wir machen, sehen, wo wir die haben. So, passt. Ja, was gibt's denn zum sagen? Drei Bocken. Ja. Und wenn wir den Schrauben da aufmachen, kommen wir eigentlich zu der Sache, wie man das Ganze abstimmen kann, gell? Sehen wir nachher schon den Mechanismus dahinter. Gibt es, glaube ich, auch verschiedene KTM-Kupplungen, gell? Es gibt verschiedene KTM-Kupplungen, verschiedene Belege. Ja. Das da ist der originale, einer von den originalen Belege mit den Noppen. Es gibt noch einer diverse Nachbaubelege. Zum Beispiel den da. Ja. Das ist ja eine China-KTM-Kupplung, oder? Ich glaube, dass das von einer China-KTM-Kupplung ist. Ja. Ich habe auf jeden Fall einmal einen Bocken gegangen von einer China-Nachbar-Kupplung. Hat da in Italien Trip gekostet von Red Bull Epic Race, oder? Hat mir einen Sieg gekostet und einen ganzen Motor. Ja. War dann der ganze Abrieb, glaube ich, in ganze der ganze Abrieb, ganz alles runtergeschüttet und natürlich weitergefahren, weil es sehr hat messen. Und nachher sind die Lager sofort hinig. Okay. Und die ganze Kurve waren. Also kann man die Nachbau-KTM-Kupplungen auf keinen Fall empfehlen, gell? Nein, also es gibt zwar Leute, die was sagen, ja, mit der Nachbaubeleg ist genauso gut, oder manche sagen besser oder anders, aber ich bin da eher für Originalbelege. Die sind nicht umsonst. Genau. So, und da gibt es jetzt zwei verschiedene Arten. Du hast uns da schon vorbereitet, gell? Federl gibt es. Ja. Mit Federscheiben. Ja. Kann man verschieden zusammenlegen. In dem Fall
sind die da mit der Wölbung nach unten und dann wieder nach oben. Okay, das heißt, da haben die Wölbung einmal nach unten, einmal nach oben und die werden quasi aufeinander gelegt. Aufeinander gelegt? Ja. Dann hat man so ein Federpaket, sage ich immer dazu. Ja. Und insgesamt für die grobe Abstimmung kann man mal, was sind da jetzt sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Pakete. 6 Pakete, wenn man normal fährt. Wenn man es in einer Rennmaxe drin hat zum Gras, glaube ich, sind wir bei 8 Pakete, so circa. Ja. Okay. Ja, ich meine, desto wahrscheinlich, desto mehr wir schleifen lassen, desto schneller dann noch wegkommen, oder? Bei so einem schwachen Motor, was wir jetzt einmal zu Beginn haben, wahrscheinlich schon fast, oder? Ja, kann man grob so sagen, aber es ist, geht halt nachher, wenn man schleifen lässt, irrsinnig viel in Wärme über und nachher ist der Motor ganz schön schnell heiß. Okay. Dann so, das geht wieder nichts mehr. Nochmal zur Wiederholung, desto mehr Pakete, als wir da daher tun, desto mehr schleift die Kupplung eigentlich. Und desto später kuppelt sie. Genau. Das heißt, wenn man einen schwachen Motor hat, sollte man theoretisch, kann man sich da ein bisschen drüber helfen, damit es nicht so einsackt, mehr oder weniger von der Drehzahl her, mit mehr Federdöller eigentlich, gell? Mit mehr Pakete. Mit mehr Pakete. Gell? Und was tut man, wenn die Pakete, wenn man zu viel erwischt hat, was passiert dann? Ja, wenn man zu viel erwischt hat, dann kann man Gas geben und geht laut durch, kuppelt nicht ein. Okay. Und man kommt nicht vom Fleck. Was kann man jetzt zum Beispiel tun, wenn man mit den Paketen nicht ganz hinkommt? Also ich habe jetzt zum Beispiel 8 drinnen und die Pakete sind jetzt zum Beispiel so, dass ich sage, wenn ich ein ganzes Paket noch dazu tue, geht es leer und wenn ich aber, weißt du was ich meine? Ja, weißt du was du meinst. Zum einen gibt es einmal unterschiedliche Stärken von den Federtöpfen und zum anderen sind da Beilagscheiben drinnen. Da ist einmal eine große, die empfiehlt sich oben an, dass das dann nicht so durchgewerkt wird, dass das satt aufliegt. Ja. Und zum anderen kann man nachher mit so Beilagscheiben, also feine Bassscheiben, dann zwischen 0,5 und 0,1 noch weiterhin anpassen, die Einkuppeldrehzahl. Also kann man nachher wirklich schön abstimmen. Ja. Ungefähr, ja. Und was kann man da abstimmen? 200 Umdrehungen, wenn man so 0,2er Scheibe oder sowas circa dazu hat. Ja. Muss man ausprobieren, ist zwar ein bisschen eine Spülerei, aber man kriegt hin, dass das passt. Ja, also man kann die sicher genauer anstimmen wie eine HKN-Kupplung oder sowas, gell? Auf jeden Fall und konstanter würde ich sagen. Ja. Man muss halt auch dazu sagen, es nimmt schon ganz schön her und die werden auch abgenutzt mit der Zeit. Das heißt, das verändert sich nachher, wenn man da ein paar Stunden gefahren ist, verändert sich nachher wieder der Einkupplungspunkt. Ja, das ist glaube ich, wir sind zum Beispiel mal ein Großrennen gefahren, gell, und haben am Anfang nicht gewusst, dass man die eigentlich auch reinigen sollte, genau. Regelmäßig. Gell? Zum anderen, der ganze Abrieb von der Kupplung setzt sich da zwischen den Scheiben ab und dann geht auch nichts mehr. Dann kuppelt die irgendwie ein. Ja, das merkt man, wenn man ziemlich grober Unterschied, wenn die mal dreckig sind, dann auseinandernehmen, das Legen wirklich schön reinigen mit Bremsenreiniger und dann Fetzen schön abrubbeln. Okay, einfach wenn man merkt, dass die Leistung nicht mehr dieselbe ist. Also vom Unterweg. Beim Mofa-Rennen wird das sicher immens beansprucht. Nach 4 Stunden merkt man schon einen Unterschied. Im Alltag würde ich sagen, kann man sicher ein Jahr fahren. Wahrscheinlich, gell? Wenn man nicht alltäglich damit fährt. Ja, weil man nicht immer so wegbeschleunigt wahrscheinlich von. Aus der Kurvenmasse. Ja. Also wir verwenden aber die eigentlich mit den Federdöller, gell? Genau. Weil man die einfach schöner anstimmen kann. Ja, das ist halt das Einkuppelverhalten ist ein bisschen direkter. Mit den Federn ist es ein bisschen sanfter. Und vielleicht war es nicht so schlecht auf der Straße. Mit so Federn. Ja. Können wir auch ausprobieren, was da dann nachher der Unterschied ist beim Wegfahren. Ja, genau. Könnten wir auch noch machen. Ja, passt. Aber wir haben im Endeffekt ja jetzt die mit den Federn. Wie viele Pakete gehen wir jetzt heute mal rein? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pakete und nachher 2 Beilagscheiben sind auch noch dabei. Was haben die?
Also das 16. Ganze hat dann wie viel? 16. Also wir dann jetzt da, ja, weiß nicht, das ist zwar, eigentlich hat das nichts zu bedeuten, aber nur, dass sich ein bisschen richten könnt, 16 mm ist das Ganze, was wir da jetzt da quasi auf die Schrauben drauf tun, ne? Super. Wie geht das Ganze zum Zusammenbauen eigentlich? Innen da, in dem Fall ist das eine Messinghülse, ja. Dass die dass die Scheiben nicht direkt auf der Schraube anstehen. Ja. Die wird sich mit der Zeit nachher einlaufen. Okay. Es kann nachher sein, dass die da ein bisschen umanzwickt, aber ja. Zum Reinigen auf jeden Fall runter tun. Okay. Passt, dann also die Beilage, dann Paket, 6 Pakete, wieder eine Beilage. Dann wird das Ganze da in den Kupplungsbelag eingeschoben, eigentlich kann man sagen, nicht, oder? Genau. Dann aufpassen, haltet es oben, jetzt drauf. Andernfalls, wenn du das eine fallen lässt, kann es sein, dass da verkantet. Ja. Und dann ist der Abstand auch nicht derselbe bei dem Backel wahrscheinlich. Nachher ist das irgendwas, wenn man da jetzt so verkantet das Ganze montiert. Okay. Das heißt, auf! Und das wird dann eigentlich da. Ich bin immer ein Fan von Schraubenkleber und in dem Fall ganz speziell da einen mittelfesten Schraubenkleber auf aufs Gewind. Das Ganze auf und mit der Hand oder handfest andran. Also wirklich Vollgas andran eigentlich. So dass die Schrauben nicht anreißen. Richtig komplett anknallen. Ich kann euch nicht sagen, wie viel Newtonmeter, aber richtig fest. Okay. Für die, die schon oft Schrauben angerissen haben, nicht ganz so fest. Okay. Bam, bam, 46! Und das nächste Comeback heute, hä? Wie viel Comeback habe ich schon gehabt? Nein, du warst heute noch kein Video. Also, ich zieh das im Moment drin, an. Wie viel? Oder gleich. Wie viel? 15 Newtonmeter. Okay. Bis 20. Feierst du mit uns 2000 Abonnenten mit? Nein. Warum nicht? Weil ich aus dem Auto ausspringe. Kann schon sein. Boah, das ist aber nur schön rot, gell? Mhm. Aber das habe ich sicher den ganzen Sommer drin gehabt letztes Jahr. Echt? Mhm. Und somit ist die HK-Geschichte, ne? Jawohl, außer damit war der Big der Schlatt, hä? Break clean. B2. Reinigt wie Sau. Also wir können jetzt hergehen, können das Ganze nehmen und einfach das reinhauen, oder? Und das passt dann. Oder nicht? Ja, zum einen mal das Hüsel, das sollte da drinnen einwandfrei dran, gell? Geht das bei uns? Das geht. Und auch auf der Kupplung selber oben. Geht? Auch auf der Kupplung sollte das einwandfrei dran lassen. Wenn da irgendwas schon streng geht, auf könnte es ein bisschen strenger geben, da, wenn da gerade oben ist. Ja. Aber sobald es dahinter oben ist, muss das einwandfrei dran gehen. Okay. Ansonsten fährst du nicht lang, reibst du die Buchsen zusammen, steckt entweder auf der Kurve wollen oder am Korb und da hat er nichts mehr. Dauernd eingekuppelt quasi. Okay, ja. Der nächste Schritt, da hinten haben wir schon mal zwei Passscheiben drinnen. Ja. Die tun wir auch wieder rein. Schauen wir mal, ob das so gut ist, wie das oben ist. Die
Düsen. Dann aufpassen, dass das wirklich hinten oben sitzt. Auf der Erhöhung bei der Kurve. Nicht, dass das da oben fliegt. Eine. Dann probieren wir mal, wie es da ausschaut mit den vorhandenen Passscheiben, was vorher oben waren. Sicherungsring rauf. Und dann probieren wir mal. Eingreifen die Löcher und hin und her bewegen den Kupplungskorb. Ein bisschen ein Spül brauchen wir da dazwischen. Aber natürlich nicht zu viel. Wenn zu wenig Spül ist, wenn es da entlang von der Achse, von der Kupplung, ja, nicht hin und her fahren könnt, nicht da über gespürt, dann dehnt sie das Ganze aus und wird genauso heiß und verreibt sie. Das heißt, weil sie sich ausdehnt, braucht man von vornherein ein bisschen ein Spül. Ein bisschen ein Spül. Okay. Das sollte aber eh bei der HKN-Kupplung, wenn es den originalen Korb reintun, ist selber sein, gell? Immer bei jeder ist selber. Mhm. Das ist vielleicht noch um eine Spur zu viel. Schauen wir noch einmal ein Scheiberl finden, was da besser passt. Also, jetzt haben wir das einmal oben. Dann haben wir die Kupplung auf am Konus und sehen, das schaut da überall drüber. Bedeutet, wir sollten mit dem Korb ein Stück weiter außer, dass das vollflächig da abschließt. Aber aufpassen, auch nicht zu weit außer im Korb. Ja. Reibt es da hinten mit der Fläche wieder am Korb. Okay. Das heißt, in unserem Fall schauen wir, dass wir hinten ein bisschen was beilegen. Ja. Dass wir da weiter außen kommen. Schaut das auch schöner aus, da, oder? Schaut das schöner aus. Schließt das ab. Ein bisschen Überstand haben wir vielleicht noch. Ja, aber minimal. Das ist okay. Okay, dann was kommt dann? Federring auf. Ja. Oder zum Probieren kann man ohne Kleber, aber da ist die Lösung für mich ist immer einbicken. Das blenden wir nicht. Fest. Was nehmen wir dichtungstechnisch, Dax? Du hast die Daunenkarte, die originale, warum? Dichtungstechnisch nehmen wir da eine schöne schwarze. Ja. Grau-schwarz. Woher ist die? Warum ist die grau-schwarz? Was ist das Besondere drauf? Wo gibt es die? Vielleicht sieht man mal. Die schaut aus, wenn es ziemlich genau war. Da. Jetzt haben wir Dax Factory, jetzt neu im Shop. Okay. Passgenaue Dichtungen, gehen wir gleich da schauen. Erstens haben wir da oben eine Markierung, dass wir wissen, links oben gehört das hin. Nicht immer tausendmal hin und her suchen müssen. Und wenn wir da schauen, bei den Löchern, passt die genau drauf. Da schaut nichts mehr drüber. Das heißt, ihr habt einen sauberen Motor, der was auch was gleich schaut. Nicht da drin so blaue oder braune Dichtung führer stehen. Okay. Also im Dax Factory Shop, www.daxfactory.com gibt es jetzt auch Dichtungen jeglicher Art. Extra stark, dass das auch gescheit abdicht. Okay, cool. Ah, was liegt denn da? Ganz viel Boden. Scruff. Nimmst du sowas, Dax? Scruff? Scruff. Hab ich immer im Mund. Okay. Fuß aufstellen, dann mit aller Gewalt den Scheißdreck rein! Wenn irgendwer eine gute Idee hat, wie man das einbaut. Okay, die Feder ist drauf. Eigentlich sind wir bereit für die Testfahrt, aber es fehlt noch eine Sache, gell? Es fehlt aber noch eine Sache, Dax. KTM-Kupplung, Dax, hast du gesagt, braucht ein bisschen mehr Öl. Kann man ein wenig mehr Öl einfüllen. Ja. Wie viel circa darfst du sagen? Zwischen 250 und 300. Okay. So, danke, Spektre. Das heißt, die Kupplung ist einbaut.
Was schätzt du jetzt? 11,19 war das letzte Mal auf 100 Meter. Glaubst du, wird sie bei der Top-Geschwindigkeit Nein. was tun? Top-Geschwindigkeit? Ja. Auf 100 Meter oder? Nein, generell. Generell? Ja. Nein, generell wird sie da nichts tun. Okay, ja. Was glaubst du drehzahlmäßig? Wird sie da was tun? Wird sie höher dran? Ich glaube auch nicht. Wird sie auch nicht viel tun. Also das ist ausgeschlossen. Es hat normal theoretisch mit denen nichts zu tun, gell? Das kann höchstens jetzt weder abhängig ein bisschen sein, dass sie da ein bisschen was, weil wir nicht umdüst haben oder sowas, dass sie da ein bisschen was. Aber von unten wird die jetzt deutlich besser weggehen. Also auf 100 Meter, du schätzt 11,19. 9,99. Der Tag sagt sogar unter 10. Ich sag, wir sind 10,5. Also du bist sehr optimistisch, du sagst, es ist die Kupplung, die beste Kupplung, die es gibt. Kann man sogar ich aufsetzen. Okay. Gut, okay. 0,4 Betriebsstunden hat das Moped schon. Aufgesessen, Krümmer. Krümmer! Warte, mir eine Vierer. Hä? Lass mir eine Vierer. Ich glaube, letztes Mal ist es so leicht. Klappt. Ich starte mal an, Tags und so von warm rein, oder? So am ersten. Erste Testfahrt, ich bin aufgeregt, hier bin ich drauf gesetzt, der Rasen ist am Zettel durchgegangen, also ich bin richtig gut drauf, dass ich weg hier. Okay, dann wünsche ich dir viel Glück und alles Gute für den nächsten Durchgang. Wir brauchen mehr Scheiben. Du schaffst das, Alter. Eine Scheibe gehört mehr. Wirklich? Warum kuppelst du zwei ein? Ja. Wirklich? Das ist so arg. Aber es sind halt auch nicht die optimalen Bedingungen, Tag. Ich würde sagen, das war heute die erste Folge, oder, von der Kupplung. Wir werden da eine zweite Folge sogar auch noch machen. Mit der Abstimmung. Ja, sicher auch so. Ja. Ich glaube, es ist heute nicht das Beste, wieder zu fahren. Finster ist es auch schon. Kein Licht. Und es gehört brutal eingestellt noch, das Ganze, sagst du. Und da gehört noch was gemacht, ja. Ja. Da gehört noch was dazu. Okay. Ich habe nämlich eigentlich das Gefühl gehabt, dass das Uhr schleift, wie lang. Ja, fahr mal. Ansonsten, Burschen, würde ich sagen, heute gibt es keine Zahlen. Die Zahlen gibt es nächste Woche. Wir werden das nächste Woche mit euch noch anstimmen, das ganze Gerät. Tax Factory ist wieder back. Und wir sehen uns nächste Woche. Dann gibt es die genaue Abstimmung und die Zahlen dazu. Jawohl. Und seine Frühling kommt. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.